Das ist doch mal eine schöne Spielewiese, ja. Kann man gut auf dem Bett, auf dem großen Bett hopsen. Ja. Servus und herzlich willkommen auf dem Ü20-Surfer von Nizidem. Heute nur mit Melanie und mir. Hallo. Gude. Ja, und wir befinden uns hier wieder in der modernen Stadt. Es ist eine weitere Aufnahme, genau. Und wir möchten gern heute, oder möchte ich mal das Häuschen zeigen, was ich so nebenbei immer mal wieder mitgebaut habe. Es hat ja jeder so ein bisschen sein eigenes Domizil gebastelt und dann wollen wir doch mal schauen, was da herausgekommen ist. Also von außen sieht es ja schon mal mega aus, ne? Also da kann man ja mal nichts sagen. Ich meine, ich kenne es auch schon von innen, ja. Da weiß ich auch, dass es mega aussieht, aber... Ich habe noch ein bisschen was fertig gebaut, das kennst du wahrscheinlich noch nicht. Man kann ja auch noch mal ganz kurz in die Luft gehen und das von oben anschauen. Es ist sozusagen hinter dem Kino auch und wo das große Hochhaus ist und in der Nähe vom Krankenhaus. Also ich habe auch eine sehr gute Lage, wenn mal was passieren sollte. Und grenzt hier so an ein kleines Flüsschen. Hier mit Bootsanlegesteg und richtig. Drum und dran. Ja, genau. Ja. Wäre nicht schlecht, sowas zu haben. Ja, klar. Wer hat, der hat, oder? Richtig, ja. Aber was ich eben schon festgestellt habe, ich habe gar keine Garage. Da war das Grundstück dann zu klein. Aber muss man irgendwas ja auch nicht ist mit. Ja immer. Ja. Ich meine, die haben wahrscheinlich einen Helikopter oder so. Brauchen die gar kein Auto. Genau. Ja, dann schauen wir mal rein. Ist dann hier so der Eingangsbereich mit ein bisschen Garderobe und Spiegel, wo man sich nicht drin spiegelt, aber egal. Ich bin ein Vampir. Ja. Und dann ist das hier alles so ein bisschen auch offen, dass man hier so hochschauen kann, obwohl das Unkraut soll gar nicht so weit hier wachsen, wie es das tut. Dann kommt man hier in die Küche. Sehr schöne Küche. Die noch mit so einer Sitzecke hier eigentlich ganz gemacht ist. Und ja, wenn es mal draußen eben nicht mehr so warm ist, in der kälteren Jahreszeit, hat man aber trotzdem einen schönen Ausblick hier hinten. Absolut. Zu diesem Fluss und kleinem See. Ja. Und das ist das Krankenhaus da hinten, gell? Ja. Richtig, genau. Und da sieht man auch schon das Krankenhaus. Und dort eben das Kino. Genau, ja. Man kommt dann von hier auch in den Garten, aber den kann man später noch anschauen. Und hier wieder in den Eingangsbereichen. Dann ist das halt wie so ein Loft eigentlich angelegt, dass es hier oben sehr offen ist. Hier unten erstmal noch das Wohnzimmer mit einem Kamin. Ja. Ja, und der jetzt auch feuersicher ist, dass da nichts mehr passieren kann. Ja. Und auch stimmt, das hatte der ja schon mal die Bude ein bisschen abgefackelt, ne? Ja, genau, da hatte ich ein bisschen Probleme gehabt. Aber ja, jetzt funktioniert alles ganz gut. Und ansonsten auch hier wieder schöner Aufblick und sehr offen. Und hier dann so ein bisschen kleiner Arbeitstisch, wenn man irgendwas schreiben muss oder so. Ja, und dann geht's eigentlich schon hier hoch. Zum Schlafzimmerbereich, genau, ja, finde ich eben halt auch das sehr. Das ist doch mal eine schöne Spielewiese, ja. Kann man gut auf dem Bett, auf dem großen Bett hopsen. Ja. Und kann eben auch von hier oben runter gucken. Also ganz offen gehalten. Das im Blick finde ich hier besonders schön eigentlich auf die runter. Ja, finde ich auch sehr schön, gefällt mir. Hat sich also sehr schön ergeben. Am Anfang fand ich es ein bisschen schwierig von der Gestaltung außen, dann hier innen das auch so alles einzurichten, dass es dann gut funktioniert und stimmig ist. Aber es hat geklappt. Ja. Ja. Und dann hat man hier auch noch ein bisschen Balkon, der Balkon, wo man rausschauen kann.
Und hochhüpfen hier. Ja, das ist, da bin ich noch am Überlegen, ob ich das noch ein bisschen anders gestalte. Das ist eben auch von außen, von der Gestaltung her, hatte sich das jetzt hier so ergeben. Ich weiß auch nicht, warum das da ist. Man könnte denken, dass das so Barhocker sind oder so. Ja, vielleicht kann man da noch ein bisschen was hinsetzen. Mal sehen. Jo. Ich passe nicht durch. Und dann ist hier oben eben auch wieder, sieht man jetzt halt die Sachen hier oben, die auch schon ziemlich gewuchert sind. Da muss man wieder verschnitten. Oh. Ja, das war eigentlich so ein anderer, ja, unsichtbare Dings, aber es ist da trotzdem weiter gewachsen. Also, okay. Naja. Ja, und dann hier so eine kleine Bücherecke irgendwie. Das hatte ich erst vor kurzem noch fertiggestellt, ja, weil es eben noch recht leer die ganze Zeit war. Aber hier kann man sich, denke ich, auch wohlfühlen. Absolut. Ja, und dann hier oben auch nochmal einen Balkon. Das ist nun direkt über der Küche. Ah, ja. Und ja, hat eben da auch wieder den schönen Ausblick. Finde ich sehr, sehr schön. Also wer halt gerne auf Hochhäuser guckt, ne? Ja, na gut. So persönlich wäre es jetzt meins nicht ganz. So, und dann fragt man sich natürlich... Huch! Nein. Jetzt muss ich doch mal hier... die Zerstörerin. So, wenn ich aber ein dringendes Bedürfnis habe, wo kann ich denn dann hingehen? Ja, da geht's ab in den Keller. Und das ist das, was ich eben erst vor kurzem fertiggestellt habe. Da ist hier das Bad mit Dusche und Badewanne. Oi, was eine schöne Dusche. Jo. Und stimmt, so eine Regendusche, hä? Drück mal auf den Knopf da über dir. Oh. Man hätte vielleicht mal links bemühen sollen. Mal, Knöpfe sind wo? Redstone, ich hab's schon. Okay. Na. Ja, genau. Und dann eben nochmal drauf drücken, dann müsste es wieder. Da bin ich ganz stolz drauf, dass das geklappt hat. Und ansonsten kann man ja auch jetzt in die Wanne hüpfen. Auch mit drin. schön. Ja, nee, und ich fand halt das auch mit dem Orange. Ja, und das dem ist Banner, ja eh meine Farbe. Schön, ne? Sehr schön. Passt halt auch zu dem warmen Holz und ja. Schon klasse. Ja, und dann gibt es eben noch eine Besonderheit, wenn Sie mal durch die andere Tür schauen. Oh, eine Sauna. Ja. Wow. Okay. Ja, das haben wir ja bisher irgendwie auch noch nicht so gehabt. Und das passt ja ganz gut in den Keller. Ja. Ja. Und kann dann eben gleich rüber in die Wanne, um sich wieder abzukühlen. Das ist doch mal was. Ja. Habe ich ja überhaupt nicht gedacht. Ja, das fiel mir dann auch so spontan irgendwie ein. Dachte, Mensch, das passt vielleicht ganz gut. Und aber eben, wenn es draußen kühler ist, wenn es natürlich schönes Wetter ist, so wie jetzt, dann kann man hier auch den Außenbereich nutzen mit einem riesen Grill. Ein paar Würstchen dabei? Ja, habe ich jetzt leider nicht. Mist, hätte man auf den Grill legen können. Ja, genau. Oder ein paar Kartoffeln. Ja. Oder nur ein Stück Brot. Ich habe irgendwie gar nichts. Ich kann nur eine Runde hier im Pool schwimmen. Oh, ist doch auch schon mal was. Ja. Dann ist aber auch schön hier. Du auch noch nicht gesehen. Ach so. Oh, okay. Ja. Den habe ich aber schon vor einer Weile. Also es ist schon ein bisschen länger hier. Ich glaube, da war ich nicht im Garten, sondern wirklich nur im Haus. Okay. Ja, und dann hat man eben hier noch eine kleine Sitzecke. Jo. Ja, und kann dann eben hier das letzte Abendlicht genießen und der Schirm spendet aber dann auch Licht, wenn es zu dunkel wird. Jo. Ja. Und was eben noch der Steg sozusagen, der müsste eigentlich auch ein bisschen erleuchtet sein. Genau, da ist hier dann noch so ein kleines... Und das Boot ist schon wieder weg. Jo. Hier war eigentlich auch mal noch ein Boot. Genau, könnte man eben dann hier noch eine kleine Bootsfahrt machen. Ja, bekanntlich sehr lustig ist. Ja, und jetzt müssen wir halt schon wieder schlafen. Schon wieder? Oder gleich. Hier ist doch alles ganz hell. Echt? Ich höre bei mir immer dann
Also, dass die Sonne eigentlich schon untergegangen ist hier und die Grillen anfangen oder nicht mehr zirpen. Also jetzt kommt bei mir ganz langsam da hinten das Orange des Himmels. Ah, okay. Also bei mir schon recht duster. Ja. Ja, und das Sandmann. Du reingegangen? Ja. Nee, ich bin hier neben dem Pool. Ach so, da bin ich mein gerade. Ach, da bin ich an dir vorbeigelatscht. Brille schon auf und dann sehe ich trotzdem nichts. Hm. Ja gut, die Sonnenbrille, die bringt natürlich bei Dunkelheit auch nicht so viel. Ja, ich habe ja keine Sonnenbrille. Ah, okay. Ja, da muss man dann mal schauen. Es gibt hier noch so ein, zwei Grundstücke, ob dann der eine oder andere das auch noch nutzt, um da sein eigenes Häuschen zu zimmern. Immer. Ja, aber so bin ich ganz froh, dass es jetzt fertig ist. War immer so zwischendurch mal ein bisschen mit dran gebaut. Oh. Ja. Das Ding will ja Weile haben. Also. Richtig, genau, genau. Ah, da drüben liegt aber ein Boot. Ja, das ist dann darüber vielleicht. Mhm. Denn da kommt man jetzt, wenn man hier rüberkommt, ist man ja dann wieder bei dem Kino. Das ist der Platz von hier. Das sieht eigentlich auch sehr schön aus von hier. Ja. Hatte diesen Anblick auch schon in einem der Infovideos auf jeden Fall verwendet. Richtig, weil genau. Ich das auch richtig schön finde. Mhm. Sehr, sehr einladend. Ja. Im Sommer gibt es hier bestimmt auch viele Mücken. Oh ja, bestimmt sogar. Ja. Naja, es hat alles seine Vor- und Nachtteile. Nachtteile, genau. Ja. Oh. Genau, das war aber. War's dann. Mein Eine kurze, kleines, aber knackige Folge. Kleines Domizil, genau. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht, ne? Genau. Ja. Dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao.